Nach diesen am Ammersee kommt man per Schiff, per Bahn oder mit dem Auto. Unser Hotel liegt absolut ruhig am See. Kurz nach Sonnenaufgang zeigt sich der Ammersee von seiner schönsten Seite. Wir starten unsere erste Wanderung am See entlang nach Norden. Nach einer Stunde erreichen wir St. Alban mit seiner schönen kleinen Klosterkirche. Guck mal, schön für die Wanderer. Guck. Bevor wir mit dem Zug zurückfahren, machen wir eine letzte Rast am Seeufer. Am nächsten Tag steht Fliegenfischen auf dem Programm. An der berühmten Ammer gehe ich der edlen Fischweid nach. Legendär ist ihr Bestand an Seeforellen, Bachforellen, Buchen, Eschen und Rapfen oder auf Bayerisch Schied. Aber trotz meiner attraktivsten Fliegen und der Assistenz meiner Ehefrau zeigen sich keine kapitalen Fische. Oh, ja. Ah, verfasste Steine. Da muss man die Stimme rausschneiden. Mit Bier und Leberkäse semmeln. Stärken wir uns für die zweite Halbzeit am Nachmittag. Mein Fazit am Abend: ein toller Angeltag, ein attraktives Fischwasser, aber leider habe ich nur einige kleinere Bachforellen gehakt. Hersching um 10:39 Uhr. Die Wartezeit zu unserer Schiffstour verkürzen uns die Bläshühner mit ihren Küken. Auf der gegenüberliegenden Seeseite steigen wir aus
um zum Kloster Andex zu wandern. Typisch Bayern. Leistung wird belohnt. Der Weg zum Kloster Andex führt leider über steile Anstiege. In Erwartung eines kühlen Klosterbieres werden unsere letzten Reserven geweckt. Zurück in diesen widmen wir uns der einheimischen Gastronomie. Weil es erst 11 Uhr ist, entscheiden wir uns aber für deftige Weißwürste. Bei einem Ausflug in die Alpen verlassen wir uns auf die ortskundige Führung von unserem langjährigen Freund Jürgen. Zunächst geht es auf den Berg Bank mit seiner tollen Aussicht auf Garmisch-Partenkirchen. Danach geht's nach Murnau. Murnau am Staffelsee begrüßt uns auch der erste Bürgermeister. Ja, wir sind ganz begeistert von dieser schönen Stadt Murnau und wir kommen aus Arnsberg und können Sie auch was zu uns sagen, für unsere Stadt, für das schöne Sauerland. Ja. Ja, ich möchte Sie recht herzlich willkommen heißen in Murnau am Staffelsee. Ich freue mich, dass Sie Urlaub bei uns machen. Ja. Ich selbst bin auch Westfale, ich stamme aus dem Münsterland, von daher fühlen Sie sich herzlich eingeladen, all diejenigen, die das jetzt sehen, bei uns in Murnau am Staffelsee mal vorbeizuschauen und hier Ihren Urlaub zu verbringen. Sehr schön, danke schön. Gerne. Ein Tagesausflug mit der Bahn führt uns nach Augsburg, der Hauptstadt des bayerischen Regierungsbezirks Schwaben. Extra für unseren Besuch wurde der Augustusbrunnen zu Ehren des römischen Kaisers und Gründers von Augsburg renoviert. Außer Rathaus und Perlachturm interessierte uns vor allem die berühmte Fuggerei. Seit 500 Jahren wohnen hier Augsburger bedürftige Bürger für 88 Cent Miete pro Jahr. Hunger und Durst führen uns zum ehemaligen Schlachthof. Am Lech interessieren mich vor allem die anglerischen Möglichkeiten. Ein freundlicher einheimischer Angler informiert mich über die fischereirechtlichen Bedingungen. Sie setzen Sie wieder zurück, ne? Ja, weil kulinarisch. Zurück in diesen widmen wir uns wieder der einheimischen Gastronomie. Getestet wurde auch eine Renke aus dem Ammersee. Eine Attraktion von diesen ist auch der Schacki Park. Wohl etwas verwildert, bietet er einen ganz eigenen Charme. Die Seniorenresidenz Augustinum
liegt auf dem Weg zum Diesener Marienmünster. Zurück in Diesen widmen wir uns wieder der einheimischen Gastronomie. Super, danke.